Eine Verzögerung von einer Sekunde, ich bin einfach der Beste. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Star Bist du noch da? Ich glaube, du hast das zu lang Wars. gezogen. Bei mir ist einmal der Ton weg. Battlefront 2. Mit Jan. Mit mir. Mit Jan. Ja, mit mir, der andere Typ hier. Ah, das Wir ist sind auf wirklich. Geonosis. Juhu! Was verbindest du mit Geonosis? Insekten. Ja, diese fliegenden Viecher, keine Ahnung, wie die heißen, wurden ja auch alle ausgelöscht. Geonosianer? Ja, könnte sein. Also ich Insekten. weiß nicht, ob die einen speziellen Namen hatten oder nicht. Geonosianer. Ja. Weißt du, was mit denen passiert ist? Die wurden abgeschlachtet von Jedis und Klonkriegern. Und vom Imperium. Das war das erste Genozid im Imperium. Echt? Geonosis Ja. wurde kaputt geschossen? Echt? Ja. Alle Wirklich? getötet. Ja. Die gab es nicht. Also im Kanon, da Ja. wurde eine Mutter gerettet, Wir könnte haben man neue so sagen, aber Einsatzziele, die Brüder. wurde für, Sichert alle keine von den Ahnung, Separatisten gehaltenen Gebiete. Bringen wir sie Klonversuch zurück. oder irgendwas missbraucht, keine Ahnung. Also die Geonosianer, für die ging der Krieg nicht so gut aus. Die haben nicht nur verloren, Wir sondern müssen eine auch die Fraktion der ganze Rasse Separatisten wurde erobern, um ausgelöscht. den Angriff voranzutreiben. So eine ähnliche Geschichte gab es auch mit, du kennst ja bestimmt noch aus Ventress, ne? Ja. Das ist mit ihr Volk auch passiert. Auch sehr Ja. schön. Ich weiß Oh, leider müde. nicht meinen Zyklon-Boss richtig, sondern das haben sie in Ja, Comics gemacht. ja, wobei doch in Clone Wars wurde das auch thematisiert, dann kam General Grievous, Junge. Ja, stimmt, hat er da die Mutter getötet? Ja. Ah, okay, das war sogar. Nee, dann war das Oder nee, so, dass. das war Count Dooku, oder? Ich weiß nicht, irgendjemand hat dann Nee, die weil ich Mutter weiß, im getötet. Comic hat doch noch. Hier, wie heißt er? Darth Sidious, also Ja, Palpatine, hat ja ja. die Mutter getötet, weil die kam nochmal wieder Stimmt, als oder das Geist war oder so. so, ja. Ja, genau, das wurde auch thematisiert. Oder? Nee, das habe ich auch gesehen in den Comics. Ich habe mir ein Video auch dazu angeguckt. Ja, finde ich richtig interessant, aber schade, dass halt so viel Interessantes halt nur in Comics verpackt wird. Ja. Aber hey, es sollen ja jetzt zwei neue Star Wars-Serien bald kommen. Einmal Kenobi, ne? Kenobi, genau. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann Ahsoka. Ja, und Mit für beide Serien Hayden wurde. Christensen, Junge. Huhu! Genau, Hayden Christensen. Junge, Darth Vader. Sein Na gut, Urus war ja. da. Ah. Vor allem, da wurde er So. richtig gehatet für die ersten drei Teile oder die. Ja. Besser gesagt, Teil 2 und 3. Richtig gehatet, Junge. Aber jetzt, mittlerweile. Na, Möchte man weil. ihn zurückhaben, Alter. Ja. Na, weil viele konnten sich nicht so abfinden, also die mit den Teil 4, 5 und 6 groß geworden sind. Dass Ja. plötzlich die Jedis ja mit so einem Schwert, dass da gemessen wird, dass das keine mystischen Mönche mehr sind, sondern Ritter. So eine Art Kreuzritter oder sowas, Tempelorden. Damit kamen die halt nicht klar. Ja. Und ja, aber spätestens seitdem die neuesten Teile rausgekommen sind, sagen alle, die sind scheiße und die ersten drei Teile sind doch gar nicht so schlecht. Kann man sich ja noch anschauen. Das ist richtig. Also wenn man halt auch wirklich den Vergleich hat zu Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8, 9, muss ich auch sagen, wir beide sind ja mit den ersten drei Teilen groß geworden, so kann man das ja sagen, ne? Ja. Ich weiß, 2005 kam Die Rache der Sith raus, so, ne? Da war ich sechs. Was so ein krasser Film, ey. Digga, ich habe den mir neulich nochmal gegeben, vor 2 Wochen, und ich Ja, muss ich auch. sagen, wirklich? Ja, Ja, das ist auch einfach so letzte geil. Woche. Einfach, Digga, da denke ich mir. Ja, Anspielung. Finde ich einfach schön. Finde ich Ja. einfach schön. Und also wenn man neutral auf diese Filme schaut, Entschuldigung. muss man halt so sagen, dass jeder Star Wars-Film so seine Schwächen hat. Ja, Jeder hat klar, schlechte jeder. Dialoge, Junge, hat Alter. manchmal Dinge, die nicht so gut ausgearbeitet sind, Für Szenen, die halt nicht mich gut ausgeschrieben worden der sind, schlechteste aber. Dialog in einem Star Wars-Film war Teil 2, wo Anakin und Padme hier quasi diese wo sie sich geheiratet haben, da hier im Ende vom zweiten Teil und dann auf der Wiese rumgetollt sind. Ah, Ey, Junge, das Digga. überspringe ich immer. Das kann ich mir nicht ansehen, ey. Ach, Grievous! Was? Ach du Scheiße. General Grievous ist mit seinem Grievous. Spider-Walk.
Hat mich umgebracht, Alter. Ey. Ja, Star Wars ist schon Leben, Alter. Jedenfalls, nee, ich fand, ein Dialog, der war noch richtig schlecht. Ich glaube, in Teil 3 war das so, wo Anakin und Padme war so... War ich dich so sehr lieber, Alter. Okay. Ja, genau. Einfach, dass ich damit so Jungs, ey. Als wirklich... Als George Lucas, was hast du gedreht hat. George Lucas, was hast du gemacht? Geschnitten hat und gesagt hat, das lassen wir so drin, ja. George Lucas, ne? Kann halt einfach Drehbuch schreiben. Ja. Ganz einfach. Jungs. Jawohl, links alle gemacht. Ich muss sagen, die MG-Klasse, die Schere-Klasse liebe ich einfach. Ist einfach schön. Oh nein. Pass auf, links kommt gleich Grievous. Obwohl. Oh, ich hab ihn gehört, ich Alter. Ich hab Husten. Komischer Keuch Husten. Dann macht sich hier jemand wieder mit Zigarette an, ey. Oh nein. Oh nein, ich glaube, das ist unten. Die Lebensgeschichte von Grievous ist ja auch richtig traurig eigentlich. Ja. Schön ja. Von Dooku verarscht worden. Ja. Aber naja. Ist trotzdem kann Hurensohn. Ist trotzdem Hurensohn. Ja, kann man halt nicht anders sagen, ey. Oh Gott, er ist da! Nee! Thomas! Nee! Stell dich zwischen uns! Kein religiöses Lichtschwert, Junge. Verdammt, ey. Scheiß rotierender Mistkerl. So, ich gehe mit... Nee, wobei hier ist eigentlich alles ruhig. Gut, egal. Krieg! Wir sollten mal einen Star Wars Abend machen. Wie würde der aussehen? Wir gucken... Teil... 3, 4, 5 und 6. Sogar. Also auf jeden Fall möchte ich Teil 3, 3, 5 und 6 gucken. Also das finde ich, finde Teil 2 ist auch noch, also bis auf diese Liebesstory halt. Ist es ganz cool eigentlich. Mit ja. Kamino und so zu beginnen, kann man machen. Dann ja. Mit der Arena. Aber ich muss sagen, ich fand richtig lächerlich, wie Jango Fett umgebracht, wie der gestorben ist. Ich fand das richtig lächerlich. Ja, so schnell und einfach. Junge, da kann man einfach nicht Windows, zack, dafür Kopf ab. Ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Viele sagen ja, wie wär's, wenn man den zweiten Film so aufgebaut hätte, dass schon in Mitte oder in der Mitte des Films halt das in Geonosis stattfinden würde. Ja, aber was willst du an den Ende bringen? Na, vielleicht ein paar wichtige Schlachten in diesem Klonkrieg. Stimmt, das wäre natürlich auch geil gewesen. Aber ich meine, da hätte man halt ein bisschen mehr Zeit lassen können für Jango Fett einfach. Aber dafür gab es. Aber dafür gab es ja dann die Serie The Clone Wars, ne, wo der ganze Krieg ja. In 6 Staffeln thematisiert ist, von daher. Nein, ist halt. War das nicht sogar mehr, 7? Nee, 6. Okay. Oder? Ich weiß, die haben ja 2020 ja noch eine rausgebracht. Ja, das war die 6. glaube ich. Okay. Finale. Ja, Clone Wars eigentlich auch eine gute Serie, aber ich finde zu viele Füllerfolgen, ey. Ja, das stimmt ja, leider. So viele, wo nichts passiert. Habe ich jetzt neulich auch wieder angefangen. Ich glaube, ich habe insgesamt die erste Folge von The Clone Wars jetzt 5 oder 6 Mal gesehen mit Yoda. Diese Folge ja, da. Ja, okay, die habe ich auch schon einfach zu oft gesehen, ey. Einfach schlimm. Wo man so sieht, wie die Klone ihre eigene Persönlichkeit aufbauen und so. Ja. Und dann. Musst einfach Bad Batch schauen, wo die deshalb ja. Komplett wieder verlieren. Ja, wobei, das geht ja eigentlich. Hast du Bad Batch geguckt? Ja. Wie fandest du es? Ganz okay. Also, ich finde ziemlich interessant, muss man so sagen. Bisschen. Okay, ich bin bei dem bisschen Suizid muss ich gegangen. Sagen, ich hatte so gehofft, dass so mehr dieser Übergang zwischen, ja, wir sind treu den Jedi ergeben und wir bringen sie jetzt um. Mixermeister Yoda bin! So, Entschuldigung. Okay. Mixermeister Yoda ist Jaja Binks. Yoda, you can call me. Das ist von Eminem richtig geil. Kann ich nur empfehlen. So. Junge, ich spiele hier die ganze Zeit mit diesem Arc. Nee, mit diesem, der einen Jetpack hat. Spring einfach von Plattform zu Plattform. Ich weiß nicht mal, was die machen müssen. Ich glaube, erobern, oder? Wir müssen erobern. Ja. Okay, wir haben ihn verloren. In drehen. Ach, Yoda macht einfach so viel Spaß. Verlängerung. Spiel ich denn schon wieder die Bayern? Junge, das war aber gestern auch ein Grauen. Ja. Alter! 5 Druiden auf einmal, halt's Maul, sorry. So, weißt du,
Nachdem ich Yoda war, bin ich jetzt Obi-Wan Kenobi. Hab ich Bock. Ja, Anakin läuft hier noch rum. Anakin, hier kommt der Meister. Aber ich muss sagen, mit Obi-Wan bin ich im Star Wars Battlefront noch nicht warm geworden. Ja, ganz ehrlich, ich spiele so selten die Jedi oder diese Generäle. Keine Ahnung. Aber theoretisch kann man. Oh, theoretisch kann man das schneller machen, als man denkt. Ne? Du musst halt einfach nur die 10 Sekunden dann warten, wenn du auf den drauf bist. Ich habe auch mal gedacht, das dauert voll lange. Wenn man den gerade spielt und du weißt halt nicht, wer gerade den benutzt. Ja, das kann auch der übelst krasse sein, ey. Der hat sein ganzes Leben lang schon Obi-Wan Kenobi spielt. Der will jetzt nicht draufgehen, die nächsten paar Sekunden. So, Druidika vernichtet. Ich bin einfach der Beste. Rückzug! Ah, geh doch endlich drauf, Junge. Bist du das eigentlich? Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Karten angesehen hier im Battle. Moin! 2. Du kannst dir ja richtig viel Leben geben. Das wäre eine gute Übung. Ja, ich bin einfach hinter Anakin. Komm her, mein Padawan. Auch von oben. Ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen Leben für Obi-Wan. Boah, der hat nicht so viel. Stimmt, jetzt kann man Jedi gleich nehmen. Ah, ich nehme Yoda. Yoda, Anakin, Obi-Wan. Einfach schön. Boah. Für die Republik. Ich muss sagen, zum Beispiel, du kennst der Cinema Strikes Back. Natürlich. Alpa. Ja. Der ist ja eher so von Teil 4, 5 und 6. Sind so seine Teile. Ja, ist ja auch groß geworden mit. Ja, hältet halt die ersten drei oder die Prequel-Trilogie. Ja. Und meint so, ja, diese Lichtschwertkämpfe sind voll schlecht und so. Was? Ich muss sagen, ich finde die sind voll nice. Die sehen ja, die sind aus. Am geilsten. Von den ganzen Filmen sind die am besten. Ja. Ob nun jeder Schlag so sinnvoll ist, um den Gegner zu töten, weiß ich nein, nicht. Es ist nicht sinnvoll. Ja. Aber ich muss sagen, die sehen einfach am besten aus. Ich meine mal, hat er sich die normale Trilogie angesehen? Ja, natürlich, Alter, aber. Zwischen Luke und Darth Vader, diese Schläge, die da kommen, Alter. Kannst auch einen 7-jährigen Stock in die Hand geben, da steht genauso, oder 2 7-jährige. Das kämpft genauso. So. Ja. Ich war wirklich von Darth Vader war ich wirklich enttäuscht. Von den Lichtschwert-Skills. Also du hast ihn ja auch nicht häufig gesehen. Also er hatte 2 Kämpfe mit Luke. Ja, 2 mit Luke und 1 mit Obi-Wan. Stimmt, okay, ja, aber das mit Obi-Wan, das kannst du ja nicht. Hast du Rogue One gesehen? Das war ein geiler Kampf. Ja, das stimmt. Das der alte Mann, Alter, komplett überfordert. In Rogue One, Darth Vader gegen Ende, voll geil. Ja, das war einer der besten Szenen überhaupt, ey. Ja, und das davon bitte. Böse, ey. Und davon bitte mehr in Ahsoka oder in Kenobi. Sowas will ich sehen. Sowas ja, will ich sehen. Nicht viel Szenenzeit, sondern einfach. Abschlachten. Gezeigt wird, dass er halt der. Krasseste ja, Motherfucker ist, überhaupt, Alter. Ja, es war ja auch bei, wie hieß das Videospiel? Star Wars The Force Unleashed. Oder Jedi Fallen Order. Ja, mit dem Wasser. Ja. Da kam ja auch Darth Vader vor, also vor dem Spoiler am Ende. Ja, der war schon generell häufiger präsent als nur am Ende. Ja, gut, das weiß ich ja nicht, aber das Ende, da wird nochmal gezeigt, wie stark der ist. Ja, ja. Dass du selber halt keine Chance hast mit deinem Charakter und ja, fliehen musst einfach. Ja, aber das war wirklich das war ja so eine Unterwasserstation. Also scheiß drauf, alle die das. Ganz ehrlich, ihr müsst es gespielt haben, so. Oder gesehen haben. Also ich hab's auch noch nicht gespielt, aber. Ich hab's gespielt, hab darin. Ich hab's in 13 Stunden durchgespielt, weiß ich nicht. Da war das so, gegen Ende, da war halt so eine Unterwasserstation, das die Heimat der Inquisitoren, so, ne, die Ausbildungsstätte quasi vom Vader, der ganzen. Ja. Der ganzen Inquisitoren so und die hast du dann halt, da ist jemand befreit und die musstest du dann in die Luft jagen. Mehr oder weniger und das war halt unter Wasser. Ja, und was machst du praktisch? Natürlich alles, was da mit Glas ist, unter Wasser, das versuchst du in die Luft zu jagen. Und das hast du dann teilweise geschafft, um zu entkommen. Und dann kam ein Riesen, also das war wirklich weit unter Wasser und dann, ne, Wasser ist Macht. Kann man leicht unterschätzen, aber viel Wasser ist halt richtig bedrohlich für den Körper. Und wer ist da? Ja! Darth Vader, Junge! Bam! Hält alles auf mit der Macht. Das war wirklich sehr beeindruckend, das kann ich nur ins Herz legen. Das war wirklich krass.
So, wir sind in Kamino und wir sehen hier echt viele Klontruppen am Boden und ich weiß auch nicht. Töten können wir sie nicht. Sie sind sehr viele Leichen. Wir sind ganz. Alter, ich war noch nie auf Kamino, fällt mir gerade auf. Das ist auch ein Comeback gerade für mich. Ja, ich finde irgendwie sehen die Level ziemlich gleich aus. Ja, es ist ja auch immer das Gleiche. Fick dich, Donner. Ich treffe aber auch gar nichts, Alter. Junge, so ein Kackdruide. Alter, das ist wirklich. Die Runde kannst du echt in die Tonne schmeißen. Wie ist ein Kamino? Ist Kamino wirklich so runtergegangen? Mit Druiden? Durch Bad Batch, also durch das Imperium, ist es untergegangen. Okay, ja, genau, weil hier sind halt die ganze Zeit die Druiden, da frage ich mich halt. Ja. The Bad Batch habe ich noch nicht gesehen. In Clone Wars gab es da wirklich mal den Angriff, aber. Ja, gut, ne, hat Druiden auf. Kamino. Und Star Wars Battlefront damals am PC, also von ganz früher, da wurde es glaube ich auch thematisiert irgendwie. Junge, diese BB-8-Einheit fuckt mich so ab. Komm her, du Astromech-Scheiß-Druide. Oh. Junge! Junge, dieses kleine rollende scheiße Ding, Ball regt mich voll auf, Alter. Ich darf nicht so schreien, mein ganzer Mund tut weh, Mann. Scheiß Weisheitszahn. Junge, BB8, 5, 9, keine Ahnung, wie die schwarze Variante heißt, fuck mich so ab. Na, die Runde läuft nicht. Oh Gott, darf Maul. Och ne. Aufpassen. Papa, da ist Kylo, 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 da ist Kylo. Da ist ein Druidika. Was ist der Granate? Junge, wenn Druidika und Kylo werden, was? Den willst du nicht verarschen. Ich weiß nicht, ich gestorben bin, aber ich bin gestorben. Ich krieg nur aufs Maul. Och nee, kack, Astromech-Druide, Digga. Ich hasse ihn, wirklich. Ich hasse. Das ist wirklich mein Hassgegner. Auf Maul. Er ist klein, wendig und kann nicht schocken. Zum Bastroiden kann man spielen, ey. Was? Der ist einfach krank. Und ich bin tot. Auf Naboo mit einem Druid. Ich schwöre dir, auf Naboo mit so einem Druidikatz gespielt. Das konnte ich eine ganze Runde lang machen, das war so geil. Du bist halt nicht gestorben. Ich war in der Kolonne mit drei anderen und wir haben alle nur Druidikas gefahren und sind die ganze Zeit hintereinander weggefahren. Das war so geil. Oh oh. Das hört sich so ehrenlos an, ey. Digga, das war auch so ehrenlos. Wenn einer gestorben ist, zack, ist der nächste direkt wieder gespawnt. Das heißt, wir waren nur kurzzeitig immer voneinander getrennt. Ich bin raus. Ich bin raus. So, ich bin jetzt im Wookie. Ja, mich erfasst, Junge. Vader ist da oben. Vader ist da oben. Junge, der Wookie. Thomas war wieder nicht beim Friseur. Grrr. Ah! Raserei ist ein Hurensohn. Für die Klonarmee. Ist Obi-Wan. Aber so schnell kann man sich gar nicht zurückziehen. Ja, das warst du auch nicht. Wahrscheinlich ist es einfach die Klasse, die kannst du dann nicht joinen. Wahrscheinlich, weil du, wenn du in der Luft dann bist und so. Weiß ich nicht, das schaffen die wahrscheinlich nicht. Aber ich bin jetzt hinter dir. Der 1, um nach vorne zu kommen. Ich weiß. Oh, Druidika! Ah, 2! Der eine rollt hier schon um durch die Gegend. Ist nach unten gerollt? Keine Ahnung, ist einfach weg. Och nee. Der mal mit dem Raucher husten. Ja, ich bin tot. Komm. Klonkommando. Ja, hab den Druidika, Junge. Fick dich ins Knie. Oh, da läuft der lang, die Spinne. Die Spinne. Ah, fuck, ich bin nicht down. Fuck, ich bin auch tot. Aber Rios ist auch tot, immerhin. Mann, ich will doch nur einen Helden haben. Oder Druidika. Wir sind auf der falschen Seite. Ja, sind wir. Druidika, aber ist schon wieder weg. Immer mit Nisha da. Da ist Yoda! Da ist doch Vader!
Da ist Kylo Ren. Raketenwerfer. Da ist wieder dieser komische Astromech-Druide. Da ist ja alles. Ja, das ist scheiße. Ich hasse ihn. Aber... Weil halt einfach den Gang runter. Mann, was ist passiert hier? Machtstoß oder so? So. Oh, Junge, bin geschickt worden. Dieser B, wie heißt der, Junge? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Junge, da kommt einfach, verpasst den Schockhieb und du bist tot. Noch 23. Das werden wir jetzt aber nicht verkacken. Das werden wir nicht verkacken. Junge. Hauen die runter und dann ist wieder Verlängerung. Eine halbe Stunde. Naja. Aber wir müssen ja nur einen Punkt verteidigen, also. Mann, ich hasse diesen kleinen rollenden Mistsack. Ja! Nein! Ach, hier war gerade der Countdown, dass ich jemanden nehmen kann. Ach, fuck. Yoda, auf geht's. Mein kleiner grüner Freund, zeig mir den Weg zur Wahrheit. Erleuchte uns. Hast du jetzt geschafft, einen Helden zu nehmen, oder? Nee. Nein, aber ich stalke Yoda. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, wir werden überrannt. Und Verlängerung? Nein? Okay, geschafft. Perfekt. Wir sind einfach die Besten, Junge. Wir sind die Klone. Einfach die Besten. Einfach die Besten. Ich hab Verlängerung verloren, aber. Ja, guck mal, weg. Weg den Druidenschmarrn. So, ich würde sagen, Schlusswörter. Machen wir raus. Ja, Kamino erfolgreich verteidigt. Das nächste Mal Regenschirm mitnehmen. Amen. Und mit diesen Worten verabschieden wir euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Eine kleine Reise ins Star Wars Universum. Ich hoffe, euch hat der Talk gefallen. In diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund und ciao.